Und die Stadtverordnetenversammlung von Oranienburg hat beschlossen, im Keine-Wochenshow-Studio die Funkloch-Pro. Glaube, die Schalte zu unserem lieben Kollegen hat irgendwie nicht funktioniert. Ich glaube, hier war eine Funklog. Ich glaube, wir schalten dann doch lieber gleich zu. Keine Wochenshow rüber. Bitte. Ist heute irgendwie der Tag der experimentellen Musik? Herzlich willkommen zu Keine Wochenshow und es ist die Ausgabe Nummer 151. Ganz genau, am Totensonntag. An Ja. diesem fröhlichen Totensonntag. Fröhlich würde ich es vielleicht nicht bezeichnen, aber denkwürdigen. Denkwürdig, was macht ihn denn so denkwürdig? Ja, der Sonntag vor ersten Advent. Wenn man so. Hier, das du hier rumzuliegen, ist ja unglaublich. Hier, Technik, Ja, interessante Sachen. der Sonntag vor dem Jahrestag unserer Jubiläums-100. Echt, Sendung, ja? so, keine Ahnung. Hast du nur eine Ahnung, wann wir das aufgezeichnet haben? Ich habe keine Ahnung. Ne, es war, glaube ich, am 2. Dezember 2018, also der Ausstrahlungstag. Echt? Ich habe keine Ahnung. Ja. Wenn wir jetzt 151, musst du ja nur minus 52 rechnen, das ist bei 99. Das ist mir zu hoch. Das ist mir mathematisch zu hoch. Ja, war wieder eine spannende Woche. Es waren eigentlich drei spannende Wochen. Wir haben ja jetzt durch die zwei Sondersendungen das Aktuelle immer gar nicht so besprochen. Nein. Aber das ist auch, glaube ich, auch schwer jetzt alles aufzuarbeiten, so nach und nach. Also das Ja, ich habe auch gleich tatsächlich nur Themen dieser Woche. Ja, ich habe auch relativ aktuelles nur, ja. Ja. Zum Beispiel, Zum Beispiel, wir also. haben es ja gerade also vor dem Vorspann haben wir es ja gesehen. Ah, Ja. ja. Meseberg. Ja, Das Funkloch. das Funkloch, ja. Und mitten bei der Tagesschau. Da redet man die ganze Zeit über weiße Felder und da noch nicht erreicht und da noch nicht erreicht. Und dann lernt er da bei Tagesthemen oder bei Tagesschau. Tagesschau. Morgen eine Vormittagstagesschau Und oder dann so. plupp, Ja, decken wir. fror das Bild ein und Wupp. dann war Pause. Sehr schön. Wobei man ja nicht genau weiß, ob es ein Funkloch war. Man weiß ja auch nicht genau, wie diese Übertragungen eigentlich funktionieren. Also ich weiß ja nicht, stellen sich die Reporter der Tagesschau mit WLAN dahin und funken das via Internet oder wie Ja, muss funktioniert ja das denn. Also, heutzutage? ich glaube ganz ehrlich, dass es immer noch ganz oldschool über Satellit funktioniert. Also, das denke ich persönlich. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie die Radios, Fernsehsendungen das machen. Keine Ahnung. Deswegen finde ich es ja so merkwürdig. Also Klaus-Erich Böttges hat ja gesagt, so ein bisschen scherzhaft, na, eventuell irgendwie Ja, ein Funkloch. das wurde ja Dann natürlich hat gleich aufgegriffen. die Tagesschau getwittert, ja, offenbar ein Funkloch. Und daraus hat dann ganz Deutschland gemacht, es war ein Funkloch. Ja, Also auch genau. wieder, also wo ich so denke, oh, ey. Das ist hier das gefährliche Halbwissen. Ja. Ich glaube nämlich, dass es immer noch oldschool über Satellitenprogramm läuft, über Satelliten läuft. Zumindest bei Aber der guten alten Tagesschau. ja, der wäre doch mal was. Aber Meseberg hat damit Ich lag's deutschlandweit eingeschafft, in mal die wieder. Schlagzeilen Ja, geschafft, wenn man so. schon nicht Ja. die sonstigen Probleme da anpacken Ja. kann, dann kann man jedenfalls zit mal so Genau. reinhauen in. Bei Extra 3, beim Neo Magazin Royal, Da bei Zapp siehste. und überall, wo drüber gelästert werden Ach, kannst konnte, du mal sehen. war das Funkloch Meseberg in den Schlagzeilen. Ja, In naja. unserer Region, wir haben auch weiße Felder in unserer Ja, das ist ja Region. irgendwie 30 Kilometer von hier, ne? Ja. Und vielleicht nicht mal. Bei Nicht Gransee. mal, ja. Ja, am Montag habe ich während der Pause, wenn wir mal auf YouTube geschaltet, und da kriegst man noch mal, wenn du die YouTube-Seite, Frontseite, Startseite anklickst, kriegst du immer so Vorschläge, ne? Und da habe ich einen Vorschlag bekommen von einer jungen Dame, Ich befürchte, ich weiß, was du meinst. Das habe ich auch gesehen. die über ihr Krebs, Ja. beziehungsweise ihr Krebsende erzählt Ich habe hat. es hier so stehen. Von Lisa Lisa Wagenführ. Wagenführ. Ja. Und das hat mich wirklich, wirklich bewegt. Ich habe mir dann dieses Video angeguckt und die hat aus der Vergangenheit im Endeffekt gesprochen. Diese Lisa Wagenführ ist am 17. verstorben und hat dieses posthum, hat der Angehörige dieses Video gepostet. Und man muss vorstellen, dass die Da ihr muss ich ganzen. kurz einhaken, weil Ja? ich habe sie tatsächlich letzte Woche schon gesehen Ja?
und habe, ich glaube, ich habe, ist das, was du meinst, ist das 22. und letzte Video, was quasi posthum erschienen ist. Genau, am Montag. Und ich habe, glaube ich, das 20. oder 21. gesehen. Und wo irgendwie schon klar war, das ist ganz bitter. Und habe dann mir tatsächlich, ich habe mir mal das erste Video angeguckt, wo sie noch wie das blühende Leben aussah. Man muss sich das mal vorstellen. Sie ist 20 Jahre alt gewesen. 20 Jahre alt und kriegt die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Und hat das nicht auf gleiche Schulter genommen, sondern war schon bei der Sache und hat auch das bewusst gemacht, dass das ganze ihre Krebserkrankung über den Videoblog sozusagen erzählt. Und ich fand... Natürlich in der Annahme, dass alles gut ausgeht. Ja. Und ich finde es, wenn man diesen Blog verfolgt, der hat ja auch 29.700 Abonnenten, sind zwar nur 22 Teile und ich finde es teilweise ganz krass, wie sie das erzählt, wie es ihr geht, wie es ihr teilweise gut geht, wie es ihr schlecht geht und wie eigentlich auch krass die Ärzte mit ihr umgegangen sind. Also, ja, wird einfach irgendwann rausgehauen, sie ist irgendwie gerade bei einer anderen Ärztin in einer anderen Stadt und er wird ihr einfach um die Ohren gehauen, dass er jetzt nur noch palliativ behandelt wird. Also palliativ heißt, dass er einfach nur noch schmerzlindernd und nicht mehr gesundend werden kann. Und das ist schon krass, wie sie dann damit umgeht und auch dazu auch so erzählt. Also ich fand, das ist eine ganz, ganz doll ergreifende Geschichte. Und gerade auch dieser 22. Eintrag fand ich sehr bewegend. Gerade auch diesen, ich nenne es mal Verfall. Ja. Dieses Menschen, dieses, zu sehen. Dieses wirklich hübsche Mädels mit diesen langen roten Haaren, die dann nachher nur noch die nicht mehr wiederzuerkennen war. Zu den letzten oder vor die letzten Einträge. War schon sehr, 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 sehr bewegend. Hat mich wirklich tief bestürzt. Wie Krankheit einem so verändern kann und auch der, ja, also ganz. Ganz depressiv eigentlich stimmen kann, wie das auch wirklich jeden treffen kann. Und auch, ich fand es auch wiederum Mut machen, wie sie auch positiv darüber erzählt hat, dass sie aufklären möchte und auch, dass das auch für sie auch ein Stück weit Verarbeitung des Ganzen war. Und, ja, ist halt schwierig, und dass man auch wirklich auch für die Hospize, die lag ja zum Schluss im Hospiz, da auch spenden sollte und auch das auch nicht verteufeln sollte, sondern eine gute Sache ist ein Hospiz und dass ja, dass man das als Teil des Lebens mit betrachten sollte. Man hat übrigens die Möglichkeit, das wissen viele gar nicht, über jeden Amazon-Einkauf kann man spenden. Ach, das gibt es. Das heißt, glaube ich, smile.amazon.de. Und das ist im Grunde genau dasselbe. Und du kannst da vorher immer festlegen, wem du, das ist dann, glaube ich, ein ganz Mini-Betrag natürlich, aber dann gehen dann immer ein bestimmter Betrag, ich weiß nicht, 0,5%. Also wie die sind aufrunden bei Kaufland oder was? Nee, also von dem, was du da ausgibst, gibt Amazon wirklich einen Tröpfchenbetrag, aber mein, wenn du viel kaufst. Und ich habe das eingestellt, tatsächlich Oberhavel Hospiz in Oranienburg. Gibt alles, kannst du da suchen, dann die Sachen, die du da... Wusste ich gar nicht, ne? Ja, und dann kannst du da spenden darüber. Also ich bestelle nicht mehr viel bei Amazon, aber ich glaube 15, 16 Bestellungen waren das und das sind dann 5 Euro noch was oder so, also je nachdem, wie viel man da so ausgibt. Aber man kann auch darüber helfen. Eine tolle Sache, ja. Ganz anderes Thema, hat aber auch so ein bisschen mit YouTube zu tun. Wenn nämlich YouTube auf das Fernsehen trifft. Oh. Und zwar war in der vergangenen Woche die YouTuberin Pocket Hazel bei Volle Kanne. Pocket Hazel macht Videos auf YouTube, wo sie auch irgendwas testet, keine Ahnung. Und Pocket Hazel ist eine, die nennen sich, glaube ich, Vietdeutsch, also Vietnamdeutsche. Aha. Ja. Und das Problem, also eigentlich war die Sendung mehr oder weniger in Ordnung. Was danach aber rauskam, war, dass in der Ankündigung zu dieser Sendung online haben sie ein Foto vertauscht. Oh. Das heißt, ihr Name stand da als Gast. Zu sehen war aber Mai Thi Nguyen Kim. Auch eine, ich sag mal, die ich nicht kenne, aber auch irgendeine YouTuberin oder keine Ahnung. Nee, ich glaube eine Moderatorin oder so. Ist jedenfalls auch eine Vietnamdeutsche. Aha. Auch auf den ersten Blick durchaus ähnlich aussehend. Ja. Die Sache ist aber, dass dem ZDF an der Stelle Rassismus vorgeworfen wird. Aha, bloß weil sie ein Foto vertauscht? Oder, Na, weil sie halt
eine Vietnamesin mit einer anderen Vietnamesin vertauscht haben, weil das ja für uns immer so über die Jahre so gleich aussehen. Ja. Ist die Frage, und Pocketase hat ein Video auf YouTube veröffentlicht, wo sie sich darüber bitter beschwert. Also eigentlich war es relativ okay, also aber sie hat schon sich darüber mokiert, wie das denn sein kann. Und ich habe dann auch ganz viele Tweets dazu gelesen und auch unser Freund Shai Hoffmann, mit dem habe ich auch geschrieben, der hat mir auch da erzählt, dass das ja Rassismus sei. Und da muss ich dann sagen, sorry, aber also Rassismus ist dann schon noch was anderes. Ich meine, es ist absolut... Es ist blöd. Es ist absolut blöd vom ZDF, von diesem Menschen, der das da, diesen Bockmist gebaut hat. Aber da jetzt vielleicht Rassismus zu unterstellen. Ich meine, es gibt auch, gab auch schon deutsche Schauspielerinnen oder weiß ich nicht, die vertauscht worden sind. Ich wollte gerade sagen, also das ist einfach nur Blödheit. Und da jedem kleinen bisschen sowas zu interpretieren, das ist denn. Ich finde das auch, ehrlich gesagt, finde ich auch das, ist mir das einfach ein bisschen zu hysterisch. Ja, ist es auch. Also, dass da hinter jedem gleich sowas vermutet wird und also. Das ist diese heutige Zeit, wo halt gleich hinter jedem kleinen Hügel der große Berg vermutet wurde. Ja. Es ist leider so. ZDF hat sich natürlich entschuldigt. Klar. Und der, glaube der die Bilder vertauscht hat, der wird sich da richtig in den Hinter beißen. Der wird auch den Job nicht mehr lange haben. Der wird ja immer Kurzschlusshandlung, dann wird ja immer Bauernopfer, wird doch meistens dann gleich gefordert. Du hast ein Bierchen. Ja, ich habe ein Bier, mich über. Teig denn heute. Hackelberg Urhell. Hackelberg aus Passau. Da fällt mir Huckleberry Finn ein. Oder Hackelschorsch. Aber gucken wir mal. Was ist aus Passau? Das ist schon mal gut. Das ist ein bayerisches Bier. Die haben ganz schön viele bayerische Biere, kann es sein? Das hat mir auch eine Kollegin aus dem Urlaub mitgebracht. Bei mir ist es ja so, dass ich ja mittlerweile dazu aufrufe auf Arbeit, bringt mir Biere aus aller Welt mit. Schäumt tut es nicht so? Sieht doch schon mal großartig aus. Na doch, das ist eine schöne... stehende Blume. Der feinherbe Biergenuss nach bester bayerischer Brautradition, gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Ja, ein typisch bayerisches Bier. Mit Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Optimale Trinktemperatur 7 bis 9 Grad. Ist bei uns bestimmt kühler. Stand draußen. Also ich finde es großartig. Also es ist wie, ja, ein typisches bayerisches Bier. Ein bisschen süßlich, angemalzt. Willst du gar nicht probieren? Ja, wenn er schon dann, der kannst du mal kosten jetzt. Was ist das, man kann hier winnen, einen Grillteller? Wegen der Grillstelle. Mensch. Ja, 10 Treffer sammeln und gewinnen. Hier abziehen. Na, geht bestimmt nicht, ja. Toll. Toll. Verkackt. Mann, was soll das denn? Toll. Niete übrigens. Na super. Ey, Lust, hast du mitgekriegt, in Oranienburg ist ja, wir haben ja demnächst ja wieder eine Bombenentschärfung gemacht. An der gleichen Stelle, wie wir vorher schon von einer Weile hatten. Ja, ist mir auch unbegreiflich, wie das eigentlich sein kann. Ja, vor allem lustigerweise, vorher haben sie ein riesen Brumborium drum gemacht, riesen Container aufgestellt zum Schutz und weiß ich nicht was. Und die Straße nochmal runtergesetzt auf 20 km/h, dass man gar nicht so schnell fahren kann. Und jetzt ist es den Leuten völlig egal. Keine Absperrung, keine km/h-Abgrenzung. Nichts. Es ist ja auch davor nichts passiert. Warum soll denn da jetzt was passieren? Aber die Container waren ja wirklich... War ja eine die Container Wand. Standen ja quasi auf der Bombe. Ja, eine riesen Wand und dann... Ja, man muss halt mal so sein. Weißt du, wenn da 5 Wochen Container auf der scheiß Bombe stand, dann ist es doch egal, dann kann das ja... Aber die war ja wichtig, dass die Kilometer runtergesetzt wurden, dass man da also die Kilometer pro Stunde, die km/h... Tempo 10. Tempo 20 war es. Nein, 10. 10 war es? Ja. Ja. Jetzt ist es 50 und trotzdem super. Haben wir mal wieder, demnächst. 12. Dezember wahrscheinlich. Ja, jetzt wird dann gesprengt, ne? Ja. Noch ein großer Aufreger, ich weiß nicht, haben wir in der Sendung drüber gesprochen, über den Strich unterm Luise-Henriette-Steg in Oranienburg? Haben wir drüber gesprochen. Ja, und da kamen jetzt irgendwie 400 Euro, ich glaube, na gut, dann haben wir drüber gesprochen und da gibt es ja auch große Aufregungen. Lassen wir das Thema. Ja, ich war... Meseberg, Heike Hoch hier, stimmt. Ich war mal wieder in Lovely... Binz, nicht nur in Binz. Wollte gerade sagen, Lovely Rügen. Ja. Especially. Dazu muss ich sagen, es gab in der vergangenen Woche eine Meldung, die mich durchaus betrübt hat, nämlich, dass das CineStar im Sony Center schließt. Jetzt musst du erstmal den Bogen kriegen vom CineStar in Potsdamer Platz nach Rügen. Ja, den sage ich dir gleich. Ja. Also, da gibt es einen Bogen. Und zwar, der Grund ist wohl, dass die Miete zu hoch ist. Die sind zwar gut besucht, also eigentlich läuft das Kino gar nicht so schlecht. Und man muss ja sagen, es ist ja das einzige Kino in Berlin, wo ausschließlich Original
Versionen laufen. Also es ist das Kino in Berlin, wenn du Filme im Original sehen willst, auch ohne Untertitel, dann musst du in den CineStar gehen. Ich muss überlegen, gibt es ja beim Potsdamer Platz Sony zwei. Gibt es ja zwei. Immer eine Seite ist der Sony Center, andere Seite ist hier Potsdamer Platz. Ja, das ist ein Cinemax. Genau, Cinemax. Und du meinst jetzt CineStar, da genau. Wo die. Genau. Und das IMAX. Und Lindenbräu. Genau, und das IMAX. Das schließt auch. Also beides schließt zum Jahresende. Und das finde ich schon krass. Also diese Besitzer, die wollen sich wohl bemühen, einen Nachfolger zu finden. Aber naja, also ich finde das schon seltsam. Und da sind wir nämlich bei dem Thema, was das Thema auch des Rügenfilms ist. Da geht es nämlich auch so ein bisschen depressiverweise um anstehende Schließungen. Denn auch dort gibt es solche Fälle. Einer davon, eigentlich sind beide davon wirklich sehr traurig. Ja, meine Herbstreportage von Rügen ist, sag ich mal, ein bisschen depressiv. Denn heute geht es so ein bisschen um geplante Schließungen und schon vorhandene Schließungen. Es geht hier nämlich scheinbar einiges den Bach runter. Zum Beispiel stehe ich jetzt hier in Bergen auf Rügen vor dem Kino, dem UC-Kino. Früher Kino Welt, steht noch da oben dran, heißt aber jetzt UC-Kino, schließt irgendwann nächstes Jahr. Weil wohl die Pacht zu hoch ist und sich das aber auch nicht mehr rechnet. Es kommen zu wenige Leute. Wahrscheinlich gerade im Winter passiert jetzt so wenig. Aber auch im Sommer gehen die Leute natürlich hier nicht ins Kino, sondern liegen am Strand und sind dann abends zu Hause. Ja, insofern schwierig. Einzige Kino auf Rügen, wenn man mal von den Zeltplatzkinos absieht. Ja, und ebenfalls nicht mehr da ist offenbar das Hotel Granitz mit den Binzer Bierstuben im Hintergrund zu sehen. Das hat tatsächlich so ein bisschen auch für Bestürzung in meinem Freundeskreis gesorgt. Ich finde nämlich, die Binzer Bierstuben waren das beste Lokal in Binz. Es gab da die beste Scholle überhaupt mit leckeren Bratkartoffeln, einem unglaublich leckeren Weißkohlsalat. Tja. Seit 22. Oktober oder so ist das Ding zu. Ich habe mich mal ein bisschen umgehört hier in Binz. Angeblich soll es wohl so sein, dass die Pacht ist wohl nicht verlängert worden, beziehungsweise die Pächter haben nicht verlängert, weil angeblich das immer teurer geworden wäre. Und deswegen haben sie wohl die Reißleine gezogen. Das finde ich wirklich extrem schade. Und es ist ja auch so ein neues Beispiel dessen, ja, es hat so ein bisschen auch mit Geld und Geldgier vielleicht zu tun. Man weiß es nicht genau, würde aber passen. Siehe Sony Center in Berlin. Ne? Ja, und auch die Waffelstube ist geschlossen, aber hier gibt es auch die beste Waffel der Welt und die besten Crepes und überhaupt. Aber in Warnung ist nur jetzt im Herbst. Nach Weihnachten öffnet die wieder. Gott sei Dank. Scholle habe ich dann drüben in diesem Platt-Dutsch-Restaurant gegessen. War natürlich lange nicht so gut wie drüben in den ehemaligen Binzer Bierstuben. Ja, und ansonsten kann ich sagen, Binz ist wirklich relativ leer. Man sieht jetzt hier sogar noch so ein paar Leute im Hintergrund, aber als ich Sonntag hier ankam, da war wirklich hier niemand unterwegs am späten Nachmittag. Das war fast schon ein bisschen gespenstisch. Ja, das ist also das Neueste von Rügen und damit zurück ins Studio.
Tja, ich muss sagen, das mit den Binzer Bierstuben, das hat mich echt aus den Socken Ja, deine gehauen. arme, was war das, Dorade? Nee, was, Scholle. Scholle, Ja, Scholle. da gab es wirklich die leckerste Scholle, das leckerste Dressing zum Krautsalat. Ja, hättest du dir mal vorher das Rezept geben lassen sollen, wenn du schon mal jedes Mal da oben bist. Aber genau wie beim Sinister, Pacht zu hoch, Pacht erhöht, auf Wiedersehen. Obwohl der Laden eigentlich nach meiner Ansicht gut läuft im Sommer, musste man immer vorbestellen am Abend. Da ging gar nichts ohne. Also ist mir alles zu hoch. Ist alles sehr, sehr schade. Ja, wenn man überlegt, wenn in letzter Zeit alles verliehen, alte Dichte macht dann nicht nur regional, sondern auch Ja. überregional, ist schon sehr, sehr traurig. Hat übrigens jetzt in Rheinburg noch eine Kneipe zu ihm gemacht, weil das letzte deutsche Restaurant strich Kneipe, weil die Altstadtklause hat jetzt wohl auch dicht gemacht. Ach so. Ja, habe ich gehört. Aufgrund, aber nicht wegen zu hoher Pacht oder sondern wegen Krankheit. Aber ist das letzte, wir haben in Rheinburg kein deutsches Restaurant mehr, Das stimmt doch. außer die Sonnenburg. Ja, wollte man sagen. Die Sonnenburg, naja, und es gibt noch deutsche Kneipen, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob es zum Beispiel beim Blindenwirt, ob es da was zu essen gibt. Kneipe, aber hier zu essen, ja, wo gerade sagen, wir haben ganz viele Asiaten, ganz viele Italiener und Griechen, aber wirklich wie früher eine gut bürgerliche Küche hast du eigentlich nicht mehr. Ja doch, die Sonnenburg in Ja, Oranien. Wir sprechen hier mal wieder völlig intern wahrscheinlich von Sachen, aber die ja, wie gar gesagt, nicht alle kennen. das ist krass. Also, es gibt bei Sonnenburg scheiden sich auch die Geister. Die einen sagen, ja, super, Laden, andere sagen, Ja, also da die haben krass. ja mächtig im Moment damit zu kämpfen mit der Sperrung der Ja. wichtigsten Brücke in Oranienburg. Der Dropa-Brücke, die hoffentlich bald Ende endlich Januar. Ende Januar. Na, so ist der Plan. Aber eigentlich sieht ja schon fast fertig aus. Naja, aber die müssen ja alle dann anschließen, die Wege, und also da ist noch ein bisschen was zu machen. Aber ich finde es gut. Man sieht Licht am Ende des Tunnels. Ja. Hast du Eine CD? Musik? Ja, Musik habe ich auch bei. Wir machen aber heute ganz was Besonderes. Wir besprechen Marius Müller in Westernhagen. Was ist das Original und was ist die Neuauflage? Naja, also bitte. Ja, komm. Das ist eine blöde Ja, Frage. komm, komm. Das da unten ist doch bestimmt die neue, da steht auch die Neuinszenierung eines Kultalbums. Das ist Westernhagen mit das Pfefferminz-Experiment. Die Woodstock Recording. 41 Jahre später, nachdem man Westernhagen mit Pfefferminz bin ich dein Prinz rausgebracht hat und er damit sozusagen seinen regionalen Durchbruch hatte, bringt er jetzt sozusagen das gleiche Album nochmal raus. Ist das auch genau die gleiche Reihenfolge Ja, und so weiter? genau, deswegen machen wir das auch jetzt. Wir gucken erstmal. So, wir haben ja insgesamt 10 Songs drauf. Ist jetzt bei dir genauso, ne? Mhm. Wir haben als erstes mit 18, zieh dir bloß die Schuhe aus, Willi Wucher, Oh Margarete, alles in den Wind, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz, dicke Gieselherr, grüßen mir die Genossen und Johnny W. Richtig? Aber das cool das ist, wie gesagt, das Original. Was natürlich an sich von der Optik her schon komplett was anderes ist, als das, was du jetzt in deiner Hand hast und zeigst gerade. Das wirst du auch sicherlich einblenden. Ja, aber es ist schon mal optisch total was anderes. Hier hast du eine Kneipe drin, wo Hier ist ein alten, Marius hier ist Müller in ein, ja, Westernhagen noch einen ja. Johnny Walker in der Hand hält. Genau, und hier sitzt der alte Mann vor der Kneipe, weil er nicht mehr rein darf Nee, wahrscheinlich. das ist ja schon abgefuckt, wo er denn wo er vom American, keine Ahnung, war. Weil das Album ist nämlich komplett auch stilistisch komplett anders. Hier ist ja wirklich so Deutschrock, wie man so kennt. Und das Album ist so eher so langsamer. Das Ganze ist bluesig angehaucht mit einer American Steel Guitar, alles ein bisschen ruhiger, gediegener. Und er hat mit einem Mann zusammengearbeitet, der hier auch zu sehen ist. Der heißt Larry Campbell. Er ist eigentlich in der Band von Bob Dylan gewesen. Hat die ganzen Sachen in den Dreamland Studios in Woodstock aufgenommen. Es ist ein wirklich auch gutes Album geworden, auch wenn es die gleichen Songs sind. Er hat die komplett vom Text her neu gelassen, aber komplett anders instrumentiert teilweise, anders gestaltet. Und es ist wirklich gut geworden. Also, was mir hervorragend gefallen hat, ist der zweite Song. Zieh den Schuh aus, die erinnert wohlgemerkt an Stefan Baggershausen, wenn der früher Songs gemacht hat oder immer noch macht, der ist ja mittlerweile auch schon über 70, ne? Und Wir kommen noch gleich noch bei den Promi-Geburtstagen, da bin ich auf den Arsch gefallen nach einem Geburtstag. und jedenfalls gefällt mir unglaublich gut die Version. Was mir als einzigste nicht gefällt, ist Johnny Walker, also der Song Johnny W. Der ist ja schon damals sehr klassisch instrumentiert mit einer Akustikgitarre und als sehr flotte Nummer und als Rausschmeißer gedacht und er wurde hier ein bisschen wirklich verlängert. Mit einer Steel-Gitarre und dann nochmal Refrain und
das ist ein bisschen aufgetragen, das Ganze. Aber sonst ist es ein richtig cooles Album, was wirklich man 2019, 2020 wirklich gut hören kann, was Spaß macht, was abwechslungsreich ist. Ich habe mich schon gewundert, warum mir auf YouTube irgend so ein Westernhagen, so ein alter Westernhagen-Song angezeigt wird. Wahrscheinlich ist das dann das von dem Album. Das sein. Wie gesagt, der hat ja vor ein, zwei Jahren schon das Unplugged rausgebracht, weil er schon diese alten Songs neu interpretiert hat, auch gerade mit 18, mit Jan Plefka. Wobei mir hier singt, es gibt auch als das Video dazu, wird bestimmt gerade oben eingeplant mit 18, was mir ein bisschen anstrengend finde. Da singt er noch anstrengend. Nachher bei den anderen Songs wird es lockerer, entspannter und er bringt doch die Songs teilweise auch wesentlich besser rüber als damals. Gerade was hier Willi Wucher betrifft und vor allem, was mir sehr gut gefallen hat, war Grüßen wir die Genossen. Also ist ja ein großartiger Song. Also damals schon cool klingt, wenn er mit, von der Polizei in Haft genommen wird und er eigentlich total Denunziant zum Opfer gefallen ist. Es ist wirklich, es macht, das Album macht wirklich Spaß. Auch selbst wenn es 40 Jahre Unterschied sind und auch drei Generationen Unterschied sind, aber das Album rockt wirklich, macht wirklich, gerade dieses bluesige, dieses langsame, dieses neu interpretierte macht wirklich Spaß. Du warst auf dem Konzert, habe ich gehört. Ich war auf dem Konzert. Ja, mit meiner Frau. Wir waren bei Shinedown featuring Alter Bridge, wobei Shinedown Vorband war und wir haben auch nur Shinedown gesehen, weil wir danach keine Lust mehr hatten, weil wir eigentlich für Shinedown. Es gibt ja wirklich waren. Leute, die zu Konzerten gehen, nur wegen der Vorband zum Konzert. Die eine gehen. Vorband, ja, die, es gab ja eine eigentliche Vorband und eigentlich kann man sagen, dass Shinedown der Co-Headliner war. Weil die haben auch. Komm, zeig uns doch mal einen Ausschnitt. Hier, hau rein. Wie Schmitz Katze, Shinedown. Bei Alter Bridge waren wir schon mal nicht mehr da. Die waren bestimmt auch gut. Die rocken ordentlich Tremonti und Miles Kennedy ist ja auch bekannt bei Slash unterwegs. Aber uns hat wirklich Shinedown interessiert. Wir waren ja vor 5 Jahren schon mal da in einem ganz kleinen Club im Postbahnhof und da haben es schon richtig Spaß gemacht und hier haben sie sich nochmal eigentlich selbst übertroffen. Die Promi-Geburtstage der Woche im relativ Schnelldurchlauf. Im Schnelldurchlauf. Sind viele interessante und gute Namen dabei. Ja, am Montag. Ja, fangen wir an. Ulrich Nöten, ja, der Schauspieler. 60 selber. Auch am Montag. Alt geworden ist ja, er. Wolfgang ja. Job. 75. Ja. Noch komm da. Letzte vom Montag. Das ist die, wo ich dachte, ja. Bitte was? Ja. Amanda Lear ja. Ist 80 geworden. Wobei ich immer dachte, das ist wirklich keine Frau. Und jetzt ist mir gerade hier bei, wie heißt die Sendung mit dem Heidi Klum? Queen of Drags? Ja. Ich dachte, das wäre wirklich eine Drag Queen, aber die ist ja wirklich eine französische Chansonsängerin. Aber eigentlich. War die nicht mal ein Mann? Ich habe keine Ahnung. Doch, ich glaube ja. Ja. Dienstag habe ich keinen. Mittwoch, 45 geworden, auch schon alter Sack geworden. Florian, Darwin, Fitz. Ich meinte aber die anderen, Kurt Krömer, ja, beide. 45 geworden. Ja. Am Donnerstag 35 geworden, ja. Andreas Gabalier. Ja, und hier, wie heißt er? Ja, war gerade bei Drag Queens Fun. Olivia Jones, 50. Ja, auch schon. Ja, auch schon. Am Freitag 35 geworden, die Schauspielerin Scarlett Johansson. Ist das lustig, wie Katrin Krabbe so schien, dass sie Geburtstag hat, vielleicht ein Datum mitzuschreiben. 50. 50 ist geworden. Was war sie? Leichtathletin. Und ja, dann Doping. Doping-Vorfall, ja. Weltsportlerin 91. Hm.
Die Schauspielerin Susanna Wellenbrink ist am Sonntag 45 geworden. Meine Fresse. Ja, die, wenn du überlegst, war? War die nicht mal glückliche Familie? Glückliche Familie, ja. Und dann ihr Kind hat ja dann nachher die Tochter von ihr Schnappi gesungen. Stimmt. Sonntag habe ich nur noch Frank Buschmann. Der legendäre DSF-Sport1-Moderator ist 55 geworden. Und die Skirennläuferin Maria Höfel-Riesch ist heute 35. Ja. Und wir feiern in dieser Woche, oder haben gefeiert, am Freitag 60 Jahre Sandmännchen. Ey, überleg mal, ja. Das ist ja wohl krass, ja. 60 Jahre. 60 Jahre. Davon alleine schon wir 30 Jahre nach der Wende und hat es überlebt. Und zum Schluss trinke ich einen Pflaumenlikör, einen Bärenklauer, den ich am Freitag geschenkt bekommen habe, weil ich aber in einer Lesung im Bärenklau war. Und trinken auf wen? Sag's schon. Auf Walter Freibald. Ja, Herzenschaft. Am Sonnabend letzter Woche gestorben, bekannt geworden ist es aber erst am Donnerstag. Ja. 65, an Krebs gestorben. Vor 2 Wochen hat er seine Erkrankung noch öffentlich gemacht und auch da war schon klar, dass einer seiner letzten Tweets ist und es war alles sehr traurig. Na denn. Prost, Walter. Auf Walter. Fruchtsaft, Pflaumenlikör. Was war denn das hier? Ja, keine Wochen schon. Auf Wiedersehen.